Falls Sie etwa auch nach Geld suchen, Sie finden hier keines. Ich suche nach dem Mörder von Charlie Blunschli. Den finden Sie hier auch nicht. Charlie schuldete mir Geld, aber ich habe ihn nicht getötet. Ich glaube, das Wetter schlägt um. Liegt hier in der Wohnung vielleicht ein Regenschirm herum? Einer ist gut. Ein paar Dutzend. Alles ziemlich alte Modelle. Waren Sie mit Charlie befreundet? Sehe ich etwa so aus, als hätte ich solche Freunde? Charlie hat mir ein Zimmer untervermietet. Und er hat mich ständig um Geld angepumpt. Jetzt ist er tot. Und ich kann ein neues Zimmer suchen. Und mein Geld kriege ich auch nicht mehr zurück. Von was hat Charlie eigentlich gelebt? Ach, keine Ahnung. Irgendwelche Geschäfte. Er kam ständig mit etwas Neuem. Ich muss investieren, sagt er dauernd. Zuerst investieren, dann profitieren. Er hat gesagt, dass er mir mein Geld und 50% Zinsen zurückgibt. Denkste. Kann ich mir die Regenschirme etwas genauer ansehen? Mir doch egal. Kann man so etwas überhaupt weiterverkaufen? Mir stinkt es gewaltig, ehrlich. Verdammt nochmal. Er muss doch hier irgendwo ein wenig Geld versteckt haben. Er suchte weiter und ich schaute mir die Regenschirme an. Sie lagen aufgestapelt in einer Ecke. Keiner trug die Aufschrift der Firma Gabatula und Schultes. Tief in der Nacht kam ich in meinem Büro an. Nachdem ich mir einen Whisky genehmigt hatte, klopfte jemand an die Tür. Ich staunte nicht schlecht. Weshalb knöpfen Sie Ihr Hemd auf? Es ist Schlafenszeit. Möchten Sie vorher duschen oder lieber einen Whisky trinken? Ich bin nicht die, für die Sie mich halten, falls Sie eine Dame für die Nacht bestellt haben oder so. Ich habe gar nichts bestellt, nicht mal eine Pizza. Ich habe Ihnen und der Polizei nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das ist erschütternd. Schöne Frauen sollten nur lügen, wenn es um ihr Alter und Schönheitsoperationen geht. Dieser Charlie hat mir Kokain angeboten. Mir bietet man nie Drogen an. Ich weiß auch nicht, wie er auf die Idee kam. Er stand plötzlich vor mir und fragte mich, ob ich Stoff kaufen möchte. Vielleicht glaubte er, dass Sie sich Ihre Kleider selber nähen. Aus Ecstasy und Kokain kann man keine Kleider nähen. Er hat Ihnen also knallhart Drogen angeboten. Und Sie haben selbstverständlich abgelehnt. Nein, ich habe ein paar Pillen für meine Mutter gekauft. Ihre Mutter schluckt Ecstasy. Ich bin auch dagegen, aber was soll ich tun? Ich kann doch meine Mutter nicht einfach im Stich lassen. Nachdem sie sich mit einem kräftigen Schluck von meiner Whiskyflasche verabschiedet hatte, legte ich mich unter meinen Schreibtisch und schlief ein. Ich träumte von einer Auktion, an der ich zusammen mit 10 Regenschirmen von einer älteren Dame ersteigert wurde. Am nächsten Morgen wagte ich einen Besuch im Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Heute versucht sich schon fast jeder als Dealer oder Erpresser. Das scheint jetzt gerade in zu sein. Vor einer Woche haben wir eine Rentnerin verhaftet, die versuchte, die städtischen Wasserwerke zu erpressen. Sie drohte damit, in ein Wasserreservoir einzudringen und dort illegal zu baden. Was natürlich je nach Reinlichkeit der Rentnerin katastrophale Folgen haben könnte. Charlie Blunschli hat täglich geduscht und wäre vermutlich nicht auf einen solch bescheuerten Erpressungsversuch gekommen, aber er scheint mit Drogen gehandelt zu haben.